Dankeschön. Danke für die Überleitung und die Anmoderation. Ja, herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsteil hier im Raum, vor allem aber draußen an den Bildschirmen, mobilen Geräten, wo auch immer Sie uns gerade zuschauen. Schön, dass Sie noch eine Weile bei uns bleiben wollen. Sie haben das sehr gut eingekleidet und quasi intuitiv auch meinen Beginn aufgenommen, denn wir befinden uns ja hier tatsächlich jetzt in einem Stück Industrie, Kultur, Museum. Und wenn sich die Energiebranche fragen will, will sie auch in Zukunft Museum bleiben, dann ist die Antwort nein, wir wollen in die Zukunft. Und wir müssen die Zukunft erreichen, wie die aussieht. Das formt sich gerade aus, das formt sich jeden Tag neu und das ist tatsächlich ja die Aufgabe von Strategen, von Forschung und Entwicklung, vorauszusehen bzw. vorzudenken, wie eine Energiewelt der Zukunft aussehen könnte. Und für Unternehmen besteht die Kunst darin, möglichst frühzeitig auf den entsprechenden Zug aufzuspringen, ohne das sichere Terrain, wo man auch noch Geld verdient, zu verlassen und genau diesen schmalen Grat hinzubekommen. Das wird den Erfolg von E.ON ausmachen und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden. Zeche Zollverein, Kohle, Wasserstoff, ein Stück Heimatregion. Darüber möchte ich nicht sprechen, sondern ich möchte tatsächlich den Blick in die Zukunft werfen. Sie haben heute schon eine Menge gehört zur Bedeutung von Wasserstoff. Sie haben sicherlich schon über Projekte etwas erfahren. Vielleicht haben Sie auch schon ein Stück über den politischen Rahmen gesprochen. Ich möchte heute zwei Dinge tun. Ich möchte zum einen Ihnen ein Stück Einblick geben in die aktuelle Arbeit des Nationalen Wasserstoffrates und zum zweiten aber auch einen sehr konkreten Einblick geben in das, was wir in der Westenergie tun, eigentlich schon seit 5 Jahren tun. Wir haben nämlich in Ibbenbüren, irgendwo zwischen Osnabrück und Münster, den am längsten laufenden Elektrolyseur Power-to-X-Anlage in Deutschland zu stehen. Aus der Erfahrung zu berichten, das wird nachher ein Kollege von mir machen. Ich führe Sie sozusagen ein Stückchen dorthin. Wir werden nachher auch einen Blick dahin werfen können. Und der Herr Stabenow wird Ihnen nachher zu einigen Details berichten. Ja, die Politik hat die Bedeutung des Themas Wasserstoff nun auch erkannt. Endlich möchte man sagen, spät, vielleicht noch nicht zu spät. Im Juni diesen Jahres hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammen mit gleich 4 weiteren Kollegen, Frau Karliczek, Frau Schulze, Herrn Scheuer und Entwicklungshilfeminister Müller, die nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung verfolgt das Ziel, Deutschland zu einem Leitmarkt für Wasserstofftechnologien von der Produktion bis hin zur Anwendung zu machen. Die Strategie hat das Ziel, einen Heimatmarkt zu entwickeln, wobei die Betonung auf Markt liegt. Und zum Dritten will die Bundesregierung auch Marktführer sein, nicht die Bundesregierung, aber Deutschland soll Marktführer bleiben bei den entscheidenden Kerntechnologien von Wasserstoff. Wir sind in Deutschland in vielem gut. Wir sind aber manchmal besonders darin gut, Dinge hier zu entwickeln, aber dann daraus kein Geld zu schöpfen, sondern eine Entwicklung irgendwo hinzugeben, weil man vielleicht das Potenzial nicht erkannt hat und plötzlich machen andere damit Geschäftsmodelle und die Kernkompetenz für Wasserstoff nicht zu verlieren, das hat sich die Bundesregierung vorgenommen und die Wasserstoffstrategie legt zwar grob, aber doch hierfür einen Rahmen. Wasserstoff soll zu einem der Kernelemente der Energiewende werden, um mithilfe von erneuerbaren Energien und der Kopplung von Sektoren die Volkswirtschaft tatsächlich zu dekarbonisieren oder vielleicht sollte ich sagen zu defossilisieren. Die Wasserstoffstrategie ist zunächst erstmal ein Meilenstein, ein sicherlich wichtiger Meilenstein, aber er wird nicht reichen, weil wir müssen sehr, sehr rasch in die Umsetzung. Alleine 3/4 dieser Legislaturperiode wurde halt schon verbraucht, um sich überhaupt auf diese Strategie zu einigen. Aber von Rahmen, Förderszenarien sind wir tatsächlich noch weit entfernt. Und hier soll wiederum der Nationale Wasserstoffrat helfen.
Bestandteil dieser Strategie ist tatsächlich, dass ein Wasserstoffrad ins Leben gerufen wird. Ein Rad tut das, was in seinem Namen steckt. Er berät, er unterstützt. Wir sollen Vorschläge, Handlungsempfehlungen formulieren, wie die nationale Wasserstoffstrategie, also diese 38 noch etwas vage gehaltenen Punkten, tatsächlich umgesetzt werden können. Das Bundeskabinett hat die Mitglieder dieses Wasserstoffrates berufen. Es ist ein Gremium, das überparteilich ist, was sehr divers zusammengesetzt ist, dadurch auch seine Unabhängigkeit betont, also von Umweltverbänden über Produzenten von Wasserstoff, über die Distributoren, so wie wir es einer sind, bis zu den Anwendern, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich entweder forschungsseitig zum Beispiel mit PEM-Membranen beschäftigen oder auf der anderen Seite Expertise haben in geopolitischen Strategien, sind in diesem Rat vertreten. In diesem Gremium habe ich nun die Ehre, Vorsitzende zu sein. Wir haben vor fast genau einer Woche hier unsere erste richtige Ratssitzung gehabt, auch auf Zeche Zollverein, übrigens genau mit demselben sozusagen Mindset. Wir wollen kein Museum werden, zumindest mal nicht die gesamte Bundesrepublik, sondern den Blick nach vorne richten. Für mich persönlich ist es auch eine besonders spannende Aufgabe. Als Staatssekretärin einer früheren Funktion war ich am Ausstieg aus der Kernenergie beteiligt. Als Mitglied der Kohlekommission war ich am Ausstieg aus der Kohle beteiligt. Jetzt mache ich mal bei einem Einstieg mit, was ich ganz besonders gut finde, um mal was aufzubauen und nicht nur immer irgendetwas abzuwickeln. Und dieser Aufbau, der sollte uns im Wasserstoffrat gelingen. Wir sollen Lösungen aufzeigen, wie Wasserstoff genutzt werden kann, um den Mobilitätssektor, um in der Industrie, um im Wärmesektor, gegebenenfalls in der Energiewirtschaft zum Erreichen unserer Klimaschutzziele zu kommen. Aus meiner Sicht bietet das auch die Möglichkeit, einen industriepolitischen Ansatz zu fahren. Beschränken ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bislang konzentrierte sich doch die Energiewende sehr stark darauf, eine Erzeugungswende zu werden. Wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem Erreichen der Pariser Klimaschutzziele, und da bestehen dann tatsächlich keine Zweifel darin, ich kenne kein Unternehmen, was in dem Wasserstoffrat versammelt ist, die Bundesregierung, die Europäische Kommission, alle sind absolut committed zu diesen Zielen. Wenn man diese aber ernst nimmt und für die Sektoren die jeweiligen Dekarbonisierungsziele herunterbricht, sektorscharf, dann haben wir wirklich etwas zu tun. Und hier kann Wasserstoff eine Antwort sein. Wir wollen auch, vielleicht gehen wir mal durch die Folien durch. Hier liegt mein Presenter. Entschuldigung, da war ich eben falsch. So. Na, so überschauen, das war der Wasserstoffrat. So, die Wasserstoffstrategie will ich in ganz groben Zügen vorstellen, damit man ein bisschen eine Ahnung hat, worum es geht. Ich sagte schon, Ziel soll es sein, Deutschland zum Vorreiter bei der Wasserstofftechnologien und bei der Etablierung eines echten Wasserstoffmarktes zu machen. Das konkrete Maßnahmebündel sehen Sie hier hinter mir aufgezeichnet, respektive auf der Folie übersichtlich dargestellt. Neben der Erzeugung und dem Aufbau von Erzeugungsanlagen zu Demonstration muss es darum gehen, von einer reinen Technologie-Demonstration hin zu einem wirklich industriellen Maßstab zu kommen. Also das Beispiel in Büren ist gut, um zu lernen. Bei den Mengen, die wir brauchen, reden wir von A, vielen, B, aber auch von großen Erzeugungsanlagen, von großen und umfänglichen Importstrategien. Wir werden Lernkurven auf diesem Weg machen. Die Kosten klimaneutraler Gase werden und müssen entlang dieses Aufbaupfades sinken. Sie werden auch fallen. Ich bin mir sicher, dass wir sehen, dass sich Wirkungsgrade sehr schnell verbessern. Aber ohne das rechtzeitige Hochskalieren solcher Anlagen werden wir schwerlich Kostensenkung haben. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, dass wir auf einen Markt hinarbeiten müssen und rauskommen müssen aus einem reinen Förderregime.
Um einen Markt zu etablieren, braucht es verschiedene politische und regulatorische Maßnahmen, braucht es verschiedene Regularien, um Investitionssicherheit zu bekommen. Auch das ist ja ein Stück Learning aus den letzten zwei Jahrzehnten der Energiewende. Ein Ziel ist schnell beschrieben. Der Rahmen dahin ist schon schwerer in einem Konsens zu finden. Und wenn sich dann der Rahmen auch noch alle zwei, drei Jahre ändert, sodass ich immer wieder unter unterschiedlichen Bedingungen arbeiten und kalkulieren muss, macht das Ganze natürlich zu einer großen Herausforderung. Und dass bei der Wasserstoffstrategie, auch bei den Mengen, über die wir sprechen, eben nicht um einen kleinen Elektrolyseur geht, sondern um große Anlagen, respektive um große Abnehmer, Stahl, Chemie, ich werde darauf noch kommen, brauchen wir hier tatsächlich Investitionssicherheit. Dieses Commitment auf einen möglichst harmonischen Rahmen, abgestimmt idealerweise auch mit der europäischen Ebene, ist der Anspruch, den wir im Rat haben. Jede Weiterentwicklung braucht tatsächlich langfristige regulatorische Verlässlichkeit und einen investitionsfreundlichen Rechtsrahmen. Wichtig ist auch, dass wir uns nicht von vornherein verschließen, Technologien ausblenden, sondern dieses ganze Werk so angehen, dass wir eher Chancen eröffnend und technologieoffen operieren, respektive die Regeln setzen. Beginnen könnte man zum Beispiel, indem man die Definition von Gas und Biogas den Begriff der klimaneutralen Gase, also Wasserstoff, erweitert, um diese schon mal auch abbilden zu können in einer Regulierung. Zum Zweiten muss es darum gehen, spezifische Wettbewerbsnachteile von Anfang an zu minimieren, wenn das Ziel ist, erneuerbaren Wasserstoff zu nutzen. Noch einmal, zu Beginn ist es sicherlich wichtig, über große CAPEX-Förderungen zu sprechen. Hier stellt die Bundesregierung allein für nationale Maßnahmen 7 Milliarden Euro zur Verfügung, für internationale Projekte 2 Milliarden Euro. Aber auch da muss man warnend der Politik sagen, so schön es ist, irgendwo eine Fördermaßnahme in Betrieb zu nehmen, Markt habe ich nur, wenn ich die komplette Wertschöpfungskette abbilden kann, von Import und Erzeugung bis hin zum Abnehmer in einem in sich schlüssigen System. Nach der Hochlaufphase müssen dann, ich wiederhole mich, Marktmechanismen entscheiden, auch welche Technologie, welcher Energieträger unter möglichst gleichen Wettbewerbsbedingungen agieren kann. Für mich ist der Maßstab des CO2-Impacts. Ziel muss tatsächlich immer sein, wie kosteneffizient kriege ich jede Tonne CO2 gesenkt. Also hier geht es nicht nur um das Grünste schlechthin, sondern es muss der kosteneffizienteste Weg sein, CO2 zu reduzieren. Das wird auch manchmal in der Diskussion vergessen. Kurzfristig wollen wir uns im Wasserstoffrat also mit Förderrahmen und den Einsatzbereichen Verkehr, Industrie beschäftigen, ein Stückchen weiter Wärme. Der Verkehrssektor und der Industriesektor, sei es jetzt Stahl- oder Grundstoffindustrie, sind die Industrien, wo ich mit dem Einsatz von Wasserstoff den größten Hebel hinsichtlich des Verringerns der CO2-Intensität erzielen kann. Es sind, das muss man an der Stelle auch sagen, die Branchen, die am meisten unter Druck sind und deren Optionen außerhalb von Wasserstoff auch sich bestimmt nicht in der Elektrifizierung finden. Wasserstoff kann sowohl stofflich als auch energetisch Verwendung finden. Bei der stofflichen Verwendung steht auf jeden Fall im Fokus Anwendungen respektive Bedarfe in der chemischen Industrie, bei Raffinerien oder beim Stahl. Bei der energetischen Verwendung fokussieren wir uns dann auf Anwendungen, die weder wirtschaftlich noch technisch elektrifizierbar sind. Der Verbrauch von Wasserstoff, der überwiegend heutzutage nicht regenerativ hergestellt ist, liegt in Deutschland aktuell bei 55 Terawattstunden. Die Bundesregierung sieht hier bis 2030 einen Bedarf von ca. 90 bis 110 Terawattstunden. Der Anstieg ergibt sich überwiegend aus den Bereichen Mobilität, respektive aus dem Grundverbrauch von Chemie,
Stahl oder auch Raffinerien, respektive Industriezweige noch einmal, die absolut energieintensiv sind. Ein Teil dieses Bedarfes, so hat sich das die Regierung vorgenommen, bis 2030 soll durch 5GW Gesamtleistung in Deutschland realisiert werden. Wenn man aber weiß, dass die Industrie schon heute einen Bedarf an Gasen hat, sowohl zum stofflichen als auch zum energetischen Einsatz von 363 Terawattstunden pro Jahr, wird deutlich, dass auch bei größter Anstrengung wir in Deutschland nicht allen Wasserstoff produzieren werden können und schon gar nicht nur durch erneuerbare Energien. Das zeigt, dass wir zwingend über Importstrategien nachdenken müssen. Ein Punkt, mit dem wir uns jetzt akut beschäftigen, ist die aktuelle EEG-Novelle, eine Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes. Hier geht es darum, den Elektrolyseure, Power-to-X-Anlagen von der EEG-Umlage zu befreien. Hier sind wir gehalten, bis Ende nächster Woche schon einen Vorschlag zu unterbreiten. Also Sie sehen, der Rat macht sich rasch ans Werk. Vielleicht zwei Einschätzungen von meiner Seite dazu. In the end of the day muss es tatsächlich gelingen, grünen Wasserstoff zu produzieren und diesen im System zu haben. Wir werden aber eine Zeit dazwischen haben. Und diese Zeit dazwischen klug zu gestalten, wird uns in der Farbenlehre ein wenig erweitern müssen. Also ohne blauen Wasserstoff werden wir das hier zumindest mal mittelfristig nicht schaffen. Und selbst wenn man an der EEG-Umlage etwas regeln kann oder sich meinetwegen auch noch die besondere Ausgleichsregelung vornimmt, müssen wir generell an das System der Abgaben und Umlagen derzeit es werden viele Anwendungen behindert durch ein sich völlig widersprechendes System aus EEG, Netzentgelten. Das ganze Umlagesystem muss, glaube ich, reformiert und auf eine zukünftige Energiewelt angepasst werden. Chemie und Stahl habe ich bereits erwähnt. Hier ist der Druck erheblich, für diese Branchen sehr rasch Lösungen zu finden, aber auch sehr rasch in Großdemonstratoren zu gehen. Innerhalb der E.ON-Gruppe, beispielsweise der Avacon, gibt es jetzt ja ein gemeinschaftliches Vorhaben zusammen mit der Salzgitterstahl. Das sind alles Beispiele, wo sich E.ON aktiv einbringt, um Wasserstoff und die Abnehmerseite zusammenzubringen. Jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne ein Projekt vorstellen, mit dem wir uns sehr praktisch beschäftigen. Das hier ist unsere Anlage in Ibbenbüren. Die erste Power-to-X-Anlage in Deutschland, die tatsächlich jetzt seit 5 Jahren durchgehend läuft. Was Sie hier sehen, ist ein Elektrolyseur mit innovativer PEM-Technologie. Wir nutzen die entstehende Abwärme in diesem System und wir speisen den Wasserstoff in das örtliche Erdgasnetz ein. Das Herzstück der Systemlösung ist der in Containerbauweise realisierte Elektrolyseur. Das sehen Sie unten auf dem Bild. In ihm erfolgt die Umwandlung von grünem Strom in Wasserstoff. Es wurde eigens dafür ein Windrad kontrahiert. Hier kommt, ich habe es eben schon erwähnt, die PEM-Technologie zum Einsatz. PEM steht für Proton Exchange Membrane. Die Vorteile bestehen darin, dass wir mit diesem System sehr flexibel agieren können, also auch netzdienlich arbeiten können und hohe Wirkungsgrade erreichen. Denn das wird ja nicht zu Unrecht auch der Elektrolyse noch vorgehalten, dass wir Umwandlungsverluste haben und diese so gut es geht zu minimieren, wollen wir auch mit dieser Anlage beweisen. Die elektrische Nennleistung liegt hier bei 150 Kilowatt, die 30 Normkubikmeter Wasserstoff bei 14 Bar die Stunde erzeugen. Die Reinheit von Wasserstoff ist sehr hoch.
liegt bei 99,9% und wäre damit im Prinzip auch tauglich für Anwendungen im Mobilitätsbereich. Im betriebsbereiten Zustand kann der Elektrolyseur ganz unmittelbar angefahren werden, sodass ein stromseitig geänderter Sollwert binnen von 2 Sekunden erreicht werden kann. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir das erste Konzept umgesetzt haben, das als Gasgemisch auch gegenüber dem Kunden abgerechnet werden kann, und zwar eichrechtskonform. Der Strom, habe ich gesagt, holen wir direkt aus einem kontrahierten Windrad. Der Wasserstoff wird dann direkt vor Ort an einer Gasdruckregel- und Messanlage in das Erdgasnetz eingespeist. Er ersetzt somit direkt Methan und reduziert damit den CO2-Fußabdruck. Die PEM-Technologie ermöglicht es, dass man vorher nicht mehr verdichten muss, sondern direkt ins Netz einspeisen kann. Somit reduzieren wir die Wirkungsgradverluste. Die eingebrachte Energie kann entweder dann in Untergrundspeichern, wo wir große Speicherkapazitäten haben, zwischengespeichert werden und kann dann in Zeiten niedriger regenerativer Stromversorgung dem Verteilnetz wieder entnommen werden, zum Beispiel eingespeist werden in das Blockkraftwerk im Inneren des Ortskerns von Ibbenbüren zur Produktion von Strom oder Wärme. Die Rückverstromung im BRKW schließt dann quasi die Stromspeicherkette. Das Besondere an dieser Lösung ist, dass wir die Abwärme zweifach nutzen und damit noch einmal effizienter werden. Erstmals nutzen wir die Abwärme im BHKW, die bei der Elektrolyse anfallende Abwärme. Der Nutzungsgrad wird dadurch stromseitig auf 86% erhöht. Und zum anderen führt die Verwendung der Abwärme zu Vorwärmzwecken in der Gasdruckregelanlage auch zu einem reduzierten Einsatz des konventionellen Erdgases. Wir sparen auf diese Art und Weise 12 Tonnen CO2 pro Jahr. Der Elektrolyseur in Ibbenbüren ist die erste Anlage mit Abwärmenutzung und direkter Wasserstoffeinspeisung in das Gashochdrucknetz ohne zusätzliche vorherige Verdichtung. In diesen Tagen erweitern wir diese Anlage nochmal, und zwar im Rahmen des Forschungsprojektes Orbit. Orbit soll dazu führen, dass wir eine Methanisierungsstufe anschließen. Diese Erweiterung der Anlage wollen wir dann auch Ende Oktober gemeinsam mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek begehen. Unsere Techniker sind mit dem Verlauf und mit dem Betrieb der Anlage sehr zufrieden. Circa 7500 Betriebsstunden und eine zunehmend auch anspruchsvolle Fahrweise zeigen, dass der Elektrolyseur verlässlich arbeitet, also ein Stück Proof of Concept. Und es zeigt auch, dass Stromspeicherung mit geringen Verlusten funktionieren kann. Und es zeigt vor allem eins: wir sind ready, in die Praxis zu gehen. Denn darum muss es am Ende des Tages gehen, praxistauglich zu werden, im Industriemaßstab zu produzieren, um die Wasserstoffmengen zur Verfügung zu stellen, die wir tatsächlich brauchen. Jetzt würde ich Sie ganz gern mitnehmen auf eine kleine Reise, und zwar direkt nach Ibbenbüren. Die Kollegen werden Sie jetzt durch die Anlage führen. Mein Name ist Florian Lindner, ich komme aus dem Bereich regionale Geschäftsentwicklung der Westenergie AG. Und Ulrich Dirkmann von der Westnetz, vom Innovationsmanagement aus der Abteilung Reallabore. In Ibbenbüren haben wir eine effiziente Lösung für Speicherung von regenerativer Energie aufgebaut. Speicher werden in Zukunft immer eine wichtigere Rolle einnehmen, weil eben zukünftig viel mehr erneuerbare Energien im Netz vorhanden sein werden.
Die zukünftige Erzeugung wird geprägt sein von PV und Windkraft, die nur abhängig von meteorologischen Bedingungen erzeugen kann und dementsprechend Flexibilitäten im Stromnetz erforderlich machen. Die Systemlösung, die wir hier aufgebaut haben, ist höchst effizient. Wir erreichen einen Nutzungsgrad über die komplette Stromspeicherkette von knapp 75%. Die hier aufgebaute Stromspeicherkette beginnt mit dem Grünstrombezug direkt aus dem Stromnetz vor Ort. Wir haben für den Grünstrombezug eine Windkraftanlage kontrahiert, die uns entsprechend Grünstrom zur Verfügung stellt. Der Grünstrom, der hier ankommt, wird im Elektrolyseur umgewandelt in Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird anschließend in das regionale Gashochdrucknetz eingespeist und wird dann bilanziell einem BHKW hier auch in Ibbenbüren zugeordnet, um entsprechend die Stromspeicherkette zu schließen. Wir stehen jetzt am Herzstück der Systemlösung, nämlich am Elektrolyseur. Der Elektrolyseur, der hier verbaut worden ist, ist ein PEM-Elektrolyseur mit 150 kW Nennleistung. Die PEM-Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass auch Überlastfähigkeit möglich ist. Die Überlast hier, die wir fahren können, beträgt knapp 200 kW. Insgesamt erreicht der Elektrolyseur einen Wirkungsgrad von 71% Strom zu Wasserstoff. Die Abwärme, die hier entsteht durch den Elektrolyseprozess, die nutzen wir effizient in der benachbarten Gasdruckregel- und Messanlage zur Vorwärmung und steigern damit den Nutzungsgrad des Elektrolyseurs auf knapp 84%. Der Elektrolyseur besteht insgesamt aus 4 Bereichen. Es gibt einmal den E-Technik-Bereich, es gibt einmal den Elektrolyse-Bereich, den sehen Sie direkt hinter mir. Es gibt den Bereich für die Nebenaggregate auf der Rückseite und auf der Stirnseite nochmal die Aufbereitung für den Wasserstoff. Der E-Technik-Bereich dient im Wesentlichen dazu, den Wechselstrom, den wir aus dem Stromnetz ziehen, in Gleichstrom umzuwandeln und diesen dann für die Elektrolyse zu nutzen. Der Nebenaggregateraum dient dazu, sämtliche Nebenaggregate, die irgendwie für den Betrieb des Elektrolyseurs erforderlich sind, entsprechend anzusteuern. Die Wasserstoffaufbereitung dient dazu, einen hochreinen Wasserstoff aus dem Elektrolyseprozess zu gewinnen. Wir erzeugen hier einen Wasserstoff mit einer Reinheit von 99,9995%. Und der Hauptteil der Elektrolyse ist der Elektrolyseraum, vor dem ich direkt stehe. Hier sehen Sie im Wesentlichen 3 Stacks mit jeweils 75 Zellen. Das sind hier entsprechend die 3 Einrichtungen. Die Zellen sind jeweils einzelne Elemente, in denen die Wasserstofferzeugung stattfindet. Das kann man sich relativ einfach vorstellen. Es wird Wasser in die Zellen eingebracht und durch den anliegenden Gleichstrom wird das Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff zerteilt. Der Sauerstoff wird ventiliert in die Umgebung. Wasserstoff wird dann über die Aufbereitung in die Gasdruckregel- und Messanlage eingebracht. Das Besondere hier an dem Elektrolyseur ist unter anderem die Abdichtung der einzelnen Zellen. Und zwar sieht man hier einen massiven Stahlrahmen, der genutzt wird, um entsprechend Dichtheit bei den einzelnen Zellen herzustellen. Dafür wird über die roten Zylinder Druck auf die einzelnen Zellen aufgebracht, auf die Stacks, mit einer Höhe von 320 Bar. Und das stellt sicher, dass entsprechend kein Wasserstoff entweichen kann über die Zellränder und dass Wasserstoff auch effizient produziert werden kann. Hier befinden wir uns jetzt in der Gasdruckregel- und Messanlage der Westnetz. Und hier kommt das Gas aus dem Hochdrucknetz an mit einem Druck von 40 Bar und wird dann im weiteren Verlauf auf 13 Bar entspannt auf den Betriebsdruck des nachgelagerten Netzes. Und das Gas läuft zuerst durch einen Filter, wird dann für den Entspannungsprozess vorgewärmt in der blauen Abteilung und im Folgenden durch Sicherheitsabsperrventile geführt. Geht dann in die Entspannung, ist hier bereits entspannt auf 13 Bar. Und in diesem Bereich, hier vorne sehen wir, wo die eigentliche Einspeisung des Wasserstoffs in das 13 Bar Netz erfolgt. Als Besonderheit in dieser Anlage finden wir hier einen sogenannten Prozessgaschromatographen. Und dieser Prozessgaschromatograph war der erste in Deutschland, der eichrechtskonform erstellt wurde. Er dient zur Ermittlung der Gasqualität und im Weiteren für die Abrechnung gegenüber den Kunden. Hier aus der GBM-Anlage ausgehend läuft die Infrastruktur zur Versorgung der Endkunden. An diese Infrastruktur haben wir ein BHKW angeschlossen, das den Wasserstoff dann wieder in Strom und Wärme wandelt,
die Rückführung ins Stromnetz komplettiert die Stromspeicherkette, die wir hier aufgebaut haben, und wir erhöhen den Nutzungsgrad durch die Abwärmenutzung des BHKWs, das angeschlossen ist an ein Fernwärmenetz und dort auch entsprechend Kunden mit Wärme versorgt. Nach 5 Jahren Power-to-Gas Ibbenbüren ziehen wir ein positives Fazit. Die PEM-Technologie hat die Herausforderungen im Kontext regenerativer Energien erfolgreich gemeistert. Wir haben mit der Systemlösung eine Lösung aufgezeigt, die höchste Nutzungsgrade erreicht. Wir erreichen hier 75% über die komplette Speicherkette, und wir konnten auch zeigen, wie man energiewirtschaftlich im heutigen Rechtsrahmen Windenergie zur Belieferung von Elektrolyseuren entsprechend nutzen kann und hier im Projekt erfolgreich umgesetzt haben. Und nach 5 Jahren ist es auch so, dass wir jetzt den Elektrolyseur haben, der am längsten in Betrieb ist. Der 5-jährige Laufzeit ist bisher unerreicht, und wir freuen uns auch, dass wir jetzt hier am Ort des Elektrolyseurs auch gleichzeitig noch ein weiteres Reallabor betreiben dürfen, und zwar das Projekt Orbit. Und im Projekt Orbit ist ja sowohl dann die Westenergie als auch die Westnetz jeweils assoziierter Partner. Mein Name ist Martin Thema, ich komme aus Regensburg von der Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher. Wir koordinieren dort seit 2017 das Orbit-Projekt. In dem Projekt geht es darum, dass wir gemeinsam mit 9 Partnern aus Wissenschaft und Forschung eine Biomethanisierungsanlage neu entwickelt haben, mit der wir jetzt hier am Standort in Ibbenbüren stehen und im Feldtest beweisen, dass wir unser Produktgas auch ins einspeisefähiges Produktgas erzeugen, das wir auch ins Gasnetz hier des Tecklenburger Landes einspeisen können. Im Orbit-Projekt ging es darum, einen Bioreaktor von Grund auf neu zu entwickeln. Das heißt, wir haben gemeinsam mit Biologen, mit Mikrobiologen, Verfahrenstechnikern und Energietechnikern eine Anlage von Grund auf neu aufgebaut. Dafür haben wir optimal geeignete Mikroorganismen ausgewählt, optimal geeignete Reaktorkomponenten ausgewählt und einen Prozess entwickelt, der jetzt hier steht und funktioniert und Methan produziert. Ja, hier sieht man die Schüttung im Innern vom Reaktor, also über die gesamte Höhe von ungefähr 3 Metern ist der senkrechte Reaktorbehälter gefüllt mit keramischen Packungselementen. Es sind großindustriell verfügbare Packungen für solche Reaktorsysteme. Auf diesen Oberflächen wachsen jetzt die Mikroorganismen auf, denen wir es in dem System möglichst gemütlich machen wollen, um die Methanausbeute zu erhöhen. Im Kontext der Energiewende werden Langfristspeicher immer wichtiger. Zum aktuellen Stand ist es so, dass lediglich Wasserstoff die Möglichkeit bietet, Überschussstrom langfristig zu speichern. Und deshalb haben wir Ibbenbüren realisiert. In Ibbenbüren haben wir eine Systemlösung aufgebaut, die einen extrem hohen Nutzungsgrad mit 75% aufweist und eben zeigt, wie Stromspeicherung effizient im Kontext der Energiewende stattfinden kann. Der Elektrolyseur ist quasi das Herzstück, um aus Strom Wasserstoff zu machen. Der Elektrolyseur benötigt als Eingangsmedien Strom und entsprechend Wasser. Den Wechselstrom, den wir hier aus dem Netz ziehen, wird in Gleichstrom verwandelt und wird dann in die sogenannten Zellen eingeleitet. In den Zellen findet dann der eigentliche Elektrolyseprozess statt, in dem das Wassermolekül aufgespalten wird in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff wird dann entsprechend zur Nutzung dann weiterverwendet. Der PEM-Elektrolyseur liefert generell höhere Wirkungsgrade als alkalische Elektrolyseure. Ebenso ist die PEM-Technologie überlastfähig. Hier in Ibbenbüren können wir am Nennpunkt 150 kW aus dem Netz entnehmen. Im Überlastbereich reden wir von knapp 200 kW, was eine Steigerung von um die 30% entspricht. Des Weiteren hat der PEM-Elektrolyseur noch den Vorteil, dass er kompakter baut und im Vergleich zur alkalischen Elektrolyse einfach weniger Land in Anspruch nimmt für die Errichtung.
In der Systemlösung Ibbenbüren brauchen wir für die Stromspeicherung verschiedene Schritte, die durchlaufen werden. A, wir haben als erstmal den Grünstrombezug aus dem öffentlichen Stromnetz. Diesen Grünstrombezug wandeln wir dann im Elektrolyseur um in Wasserstoff. Dieser Wasserstoff wird dann in das Gassystem eingebracht, wo dann auch der Wasserstoff entsprechend gespeichert werden kann. Und zum Schluss wird die Stromspeicherkette geschlossen, indem der Wasserstoff einem BHKW in Ibbenbüren bilanziell zugeordnet wird und dort in Strom und Wärme gewandelt wird. Insgesamt haben wir mit der Systemlösung und der gleichzeitigen Abwärmenutzung entlang des Elektrolyseurs und des BHKWs höchste Nutzungsgrade, die wir erreichen, in Höhe von knapp 75%. Ibbenbüren kann als Blaupause für eine großtechnische Wasserstoffproduktion verwendet werden. Würden wir heute eine Anlage nochmal in dieser Containerbauweise realisieren, hätten wir eine Bezugsleistung von knapp 1,5 Megawatt, was dem Zehnfachen der Kapazität jetzt in Ibbenbüren entspricht. Der Elektrolyseur in Ibbenbüren erreicht einen Wirkungsgrad von 71% Strom zu Wasserstoff. Wir koppeln hier die Wärme in der Elektrolyse aus und nutzen die dann zur Vorwärmung in der benachbarten Gasdruckregel- und Messanlage. Insgesamt gewinnen wir da nochmal 15 Prozentpunkte an Effizienz zusätzlich, sodass der Gesamtnutzungsgrad der Elektrolyse bei in etwa 85% liegt. Wir wollten mit dem Power-to-Gas-Projekt Ibbenbüren die PEM-Elektrolyse-Technologie im Kontext der regenerativen Energien testen. Dieser Test ist gelungen, die Technologie hat den Test bestanden. Die PEM-Technologie ist geeignet, eben mit Wind- und PV-Erzeugung zurechtzukommen und Überschüsse, die im Stromnetz irgendwann perspektivisch vorhanden sein werden, entsprechend abzufahren und den Überschussstrom speicher zu machen für das Energiesystem.